mir überlegt, mal die Strecke rüber zu laufen. Das sind so ein paar hundert Meter durch den Dschungel hier. Das ist hier so das typische Gestrüpp in Südafrika. Diese Bäume hier. Da kommt man auch kaum durch, wenn nicht gerade zufällig jemand so einen Weg hier reingeschlagen hätte. Und ja, wenn man hier mal guckt, so sieht es hier aus. Wunderschöne Natur hier in Südafrika, diesen wunderschönen Hügeln, Blick aufs Meer, ja, das ist sehr schön. Und es macht auch immer mal wieder Spaß, einfach mal zum Set rüber zu laufen. Und heute ist der Peter Maffay Abend. Peter Maffay ist da. So, jetzt laufe ich hier mal rüber und hoffe, dass hier keine wilden Tiere um die Ecke kommen, so Schlangen oder sowas. Das kann natürlich alles passieren. Oh, hier, guck mal. Das ist zum Beispiel ein Spinnennest hier. Sieht man das? Das hier. Das ist ein Spinnennest da. Da wurde eine große Spinne drin. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht hin. Aber hier so, diese Landschaft ist schon wunderschön. Es gibt ein bisschen Wind. Ich hoffe, man hört noch, was ich hier sage. Boah, das Licht hier, ne? Das Licht. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist nur in Südafrika so. Es gibt hier nur so Licht. Es gibt hier nur gutes Licht. Das ist hier cool, dieser Baum. Das ist doch Wahnsinn. Diese ganze Vegetation, so die Natur hier. Mensch, wenn man gerade anfangen, hier so sofort Naturfilme zu drehen. So, Terra X oder sowas. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Baumzeug hier. Ich kann dir jetzt erklären, wie ein Akkord aufgebaut ist, aber nicht, was das für ein Baum ist oder so. Also macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich laufe jetzt trotzdem mal hier weiter. Denn ich muss ja dann auch zum Set. Heute ist nämlich, wie gesagt, der Peter Maffay Abend und wir dürfen die Songs von Peter Maffay spielen in neuen Versionen und er singt auch was. Das wird richtig cool. Ich bin auch so ein bisschen, ja, ein bisschen, wie sagt man da, nicht aufgeregt, aber schon so ein bisschen gespannt, wie das alles so wird und habe auch schöne Sachen zu spielen, freue mich darauf. Ich darf mit Peter Maffay spielen heute. Das ist ein besonderer Tag in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Das ist ein besonderer Tag in meiner Musikerkarriere. Karriere ist immer so ein blödes Wort, aber es ist ja irgendwie sowas. Es ist ja auch so ein Bio-Werdegang, Biografie. Keine Ahnung, was nennen mag, aber ich habe heute einen besonderen Tag, glaube ich. Denn ich darf mit Peter Maffay spielen. Und trotzdem ist es so, dass es einfach entspannt ist mit ihm, denn er ist so auf Augenhöhe unterwegs mit uns. Das ist wirklich toll zu sehen. Und heute gab es den Moment, wo ich ein Intro gespielt habe und ihn begleiten durfte auf der Gitarre. Und er hat dann sich umgedreht und gesagt, ja, wenn Markus da spielt, dann versuche ich mal wenig zu spielen, nicht, dass ich da reinspiele oder so. Also er hat gesagt, dass er aufpassen muss, dass er mir nicht in die Gitarre reinspielt, wo ich mir dachte so, ey, hallo, du bist Peter Maffay, also dann muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwas mache. Aber so ist er halt. Und das fand ich dann doch auch irgendwie cool von ihm, so, dass er einfach auf seine Leute auch so ein bisschen Acht gibt irgendwie und guckt, dass er seinen Job auch irgendwie macht, obwohl er das gar nicht nötig hat, weil er ist halt Peter Maffay auch. Und ja, wie soll man das sagen, von meiner Perspektive. Ich freue mich drauf. Ich laufe jetzt hier noch ein paar Meter weiter und wenn was passiert, dann will ich mich nochmal. Okay. Hier haben wir einen Vogel. Ich weiß nicht, was für ein Vogel das ist. Und hier gibt es auch sowas wie eine Art, wie nennt man das? Eine Grabung. Vielleicht kommt hier eine neue Leitung rein. WLAN oder sowas. Irgendwas habe ich gehört.
Busch, ist es keine Schlange. Was ist das für ein Geräusch? Okay. Eine Lieferung. Lieferung für die Küche. Naja, so ist das hier. Ist ja dann schon auch Gastronomie hier, ne? So, ist ja ein Hotel. Jetzt ist heute Peter Maffay da und jetzt regnet es. Es hat gerade angefangen, Probe war fertig. Und ja, jetzt kommt hier so der Wolkenbruch und ein bisschen Gewitter und so. Aber das wird heute Abend wahrscheinlich wieder weg sein. Hat keiner gewusst. War nicht geplant. Aber so ist das hier in Afrika. Das wird spannend. Spannend wird das. Denn Peter Maffay ist da. Es ist total feucht. Es hat nämlich richtig krass geregnet. Von da kam der Regen. Sieht man jetzt gar nichts mehr. Hier kommt Axel Müller auf die Bühne. Ach so. Ja, ein bisschen live hier. Ich wollte mir einen schönen kalten Drink gerade holen. Das ist ja, die kommen noch. Ja, wird spannend, wird feucht, nass, kalt, alles Mögliche. Aber das ist Afrika, so ist es hier. Alles klebt, alles klingt geil. We will see. So nass haben sie uns noch nie gesehen. Ulrich Rode. Guck mal hier, mit seiner Telecaster. Das steht dir gut. Komm jetzt ins Fernsehen. Weiß ich noch nicht. Guck mal, ein bisschen Spionage also, machen hier mit den ganzen. Guck mal, Axel, steht ja auch gut hier mit dieser Situation. Nick Huber. Ich spiele mal Stairway in Heaven. Stairway in Heaven? Stairway in Heaven. Wir sind in A-Moll, ne? Ja. Zumindest alles sauber traditionell. Ja. Einmal. Ja, sehr klar, dass du das auch noch kannst. Weiter, ne? Das Schöne ist, wenn du jetzt Stairway to Heaven in A-Moll spielst und Ulle in, das selber in A-Moll. Ja, das ist falsch. Das ist, nee, das klingt wunderschön. In dem Fall passt das ja. Achso, ja. Weil die in S gespielt ist. Genau. Ne? Achso, stimmt. Ja, komm, mach mal. Nee. Verdammt, dann stimmt's ja wieder. 3, 4, 5. Ja, das ist das, was ich meine. Okay, nochmal. Warte mal näher ran. Guck nochmal, Sven. Aber die Kamera das auch. 3 und 4. Und. Das ist schön. We did it. Boss, heute ist der vorletzte Tag. Oh, guck mal hier. Hallo. Hey. Na? Ja, und jetzt geht's zum Set zurück gleich. Und mal gucken, was heute so der Tag bringt. 5 Stunden Schlaf. Alles ein bisschen müde, aber es ist wunderschön hier. Wir hatten gestern eine wunderschöne Show mit Peter Maffay. Das wird legendär. Es war wirklich ein super schöner Abend mit den Geschichten von Peter Maffay und den Geschichten der anderen Künstler, die ihre Schnittpunkte mit ihm hatten. Und ja, das war wirklich sehr interessant und ich glaube, diese Show wird im Fernsehen auch super interessant rüberkommen. Ganz abgesehen von der Musik, wir hatten wirklich tolle Musik. Wir haben natürlich die Songs von Peter Maffay gecovert und da gab es wirklich schöne Coverversionen. Dieses Jahr ist interessant. Ich habe sehr viele Akustik-Tracks, sehr viel Akustik-Picking und Strumming und so und es ist wirklich super Spaß gemacht mit meiner Martin. Ich hatte nur die 0018 dabei. Und eine neue, wundervolle, schöne Nylon-Gitarre von Lakewood, die wirklich toll klingt über die Anlage.
beziehungsweise über den Pickup, der da drin ist. Und das war auch, hat sehr viel Spaß gemacht. So, die anderen fahren jetzt mit dem Shuttle los und ich habe entschlossen, diesen Weg zu laufen. Und ich muss mal gucken, dass ich auch wirklich pünktlich bin. Denn die müssen mich jetzt hier aufpicken. Nicht, dass ich jetzt hier festhänge und die rasen an mir vorbei. Das ist nämlich jetzt die Challenge, jetzt, die ich mir hier gestellt habe. Mal ein Stück zu laufen und dann, wenn es den Berg hochgeht, dann in den Jeep einzusteigen. Mal gucken, guck mal, hier geht der ganze Weg, den bin ich jetzt gelaufen. Und da oben steigen die gleich ein und fahren hier runter. Und das muss natürlich vom Timing her funktionieren.